Hallo, in dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du von dieser langweiligen orangen Tachobeleuchtung auf diese schöne und individuelle weiße Beleuchtung kommst, ohne über 200 Euro bei verschiedenen Tuningfirmen ausgeben zu müssen. Schritt für Schritt zeigen wir dir, wie du den Tacho ausbaust, zerlegst, die zu tauschenden LEDs identifizierst, die Zeiger folierst und wie du zum Lötprofi für SMD-Bauteile wirst. Und das alles für unter 99 Euro Investitionen, die du ausschließlich für Werkzeug und Bauteile ausgeben musst, die dir natürlich auch bei weiteren Do-It-Yourself-Projekten behilflich sein werden. Aus diesem Grund, bleib dran und bis nach dem Intro. Die Tachobeleuchtung bei BMW F-Modellen und älteren kann ausschließlich nur mit dem Auslöten der alten SMD-LEDs und dem Einlöten neuer SMD-LEDs erfolgen. Das klingt zwar schwieriger als es tatsächlich ist, erfordert aber eigentlich nur ein wenig Übung mit dem Lötkolben. Solltest du zuvor noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt haben, empfehlen wir dir, eine Übungsplatine zu erwerben. Diese kostet meistens unter 10 Euro und beinhaltet verschiedene SMD-Typen zum Löten und Üben. Das Löten an sich ist nicht schwer, was du beim Üben auch feststellen wirst. Wie du dir sicher schon denken kannst, brauchst du auch eine geeignete Lötstation. Wenn du die klassische Lötart auswählst, reicht eine Station mit nur einem Lötkolben. Sollte dir die Heißluftmethode besser gefallen, benötigst du eine Lötstation mit einem Heißluftlötkolben. Bei beiden Arten ist vor allem eins wichtig: einstellbare Temperatur und verschiedene Lötspitzen. In der Beschreibung findest du zwei günstige und gute Lötstationen, mit denen wir auch selbst oft arbeiten. Die Station mit der Heißluftdüse kann jedoch auch für andere Zwecke eingesetzt werden, wie zum Beispiel für das Plastikschweißen. Unabhängig von der Lötstationauswahl empfehlen wir Anfängern die klassische Art zum Löten der Tachobeleuchtung. Die Heißluftmethode mag zwar leicht aussehen, kann jedoch bei falscher Handhabung Schaden anrichten und anstrengender sein, als es aussieht. Außerdem brauchst du für diese paar SMD-LEDs vom Tacho nicht unbedingt die Heißluftmethode. Natürlich benötigst du auch Zubehör. Diesem ist, wenn es um das Thema Löten geht, kein Ende gesetzt. Alles von der Lötmatte bis zum Mikroskop ist selbstverständlich hilfreich. Wir haben dir jedoch das Mindeste zusammengestellt, was du zum Ändern bzw. Umlöten der Tachobeleuchtung benötigst. Was Bauteile angeht, beschränken sich diese im Prinzip nur auf die neuen SMD-LEDs in gewünschter Farbe und die Zeigerfolien. Wir haben uns bei der Beleuchtung für die Farbe Weiß und bei den Zeigern für die Farbe Rot entschieden. Bei den BMW F-Modellen Tachos handelt es sich um herkömmliche Typ 3528 BLCC SMD-LEDs. Diese kosten nicht viel und sind nahezu überall erhältlich. Alternativ können auch 0805 LEDs verbaut werden. Bei den Zeigerfolien kann gespart werden, indem du die transparente Farbfolie selbst zuschneidest. Willst du jedoch Zeit statt Geld sparen, können wir die Zeigerfolien von Blutach weiterempfehlen. Die SMD-LEDs in deiner gewünschten Farbe und die Zeigerfolien findest du unter dem Link in der Beschreibung. Als allererstes klemmst du natürlich die Batterie in deinem Fahrzeug ab. Es wird prinzipiell immer empfohlen, bei Arbeiten an der Elektrik die Batterie abzuklemmen, um Fehlercodes zu vermeiden. Den Tacho auszubauen kann zwar ein wenig eng werden, ist jedoch trotzdem leicht und schnell erledigt. Als erstes entfernst du die zwei Torx-Schrauben an der Oberseite der Tachoblende. Daraufhin ziehst du den Tacho so weit hinaus, wie es die Kabel und das Lenkrad zulassen. Es ist hilfreich, wenn du dein verstellbares Lenkrad ebenfalls bis zum Anschlag hinausziehst. Du wirst insgesamt zwei Anschlüsse vorfinden, die beide eine Verriegelung haben. Solltest du ein Head-Up-Display haben, sind es insgesamt drei Anschlüsse mit Verriegelungen. Diese Anschlüsse musst du entriegeln und herausziehen. Anschließend zupfst du das Tachometer heraus und legst es auf den Tisch. Du tust dir leichter, wenn du als erstes die obere Kante des Tachos über das Lenkrad ausfädelst. Die äußere Blende des Tachos kannst du nun vorsichtig entfernen. Die Blende halten insgesamt sechs leicht ausklipsbare Halterungen rundherum den Tacho und vier kleine Torx-Schrauben. Als nächstes entfernst du die Zeiger, indem du sie vorsichtig aushebelst. Bei älteren Modellen, vor ca. Baujahr 2012, musst du beim Aushebeln der Tachonadeln aufpassen, dass die Tachowelle hinten nicht herausfällt. In unserem Beispiel ist das jedoch nicht der Fall. Hier kannst du die Tachonadeln ohne Bedenken einfach heraushebeln. Diese stecken relativ fest drinnen, daher kannst du ruhig etwas mehr Hebelkraft anwenden. Sei jedoch vorsichtig, dass du die Tachoscheibe nicht zerkratzt und lege dir eine Unterlage auf die Scheibe. Hebelwerkzeug ist hier sehr vorteilhaft. Nach dem Entfernen der Tachonadeln kannst du nun die hintere Abdeckung ausklipsen. Diese wird entriegelt, indem du die weißen Clips wie auf dem Foto hineindrückst. Du wirst daraufhin einen Klick hören und kannst dann das Plastikgehäuse einfach abziehen.
Entferne die zweite bzw. hintere Platine, indem du die Flachbandstecker löst und sie aus den entsprechenden Halterungen ausklammerst. Theoretisch gesehen müsstest du das Flachband gar nicht lösen, sondern einfach die zweite Platine umklappen. Es erleichtert dir jedoch die Arbeit enorm, wenn du die zweite Platine beiseite legen kannst. Du verringerst dadurch auch das Risiko, das Flachbandkabel beim Arbeiten zu beschädigen. Zum Schluss bleiben noch ein paar Plastikclips zu meinen Entriegeln und das Zerlegen des Dachos ist abgeschlossen. Im folgenden Bild siehst du, welche Clips mir damit meinen. Bei den LEDs angekommen, welche SMD-LEDs gehören getauscht? In der Regel handelt es sich dabei immer um die LEDs, die um die Tachonadeln platziert sind. In den meisten Fällen und somit auch hier bei dem F30 sind je Tachowelle drei SMD-LEDs verbaut. Genau diese gehören auch getauscht. Prinzipiell ist der Tachoaufbau bei allen F-Modellen der gleiche. Was du nicht vergessen darfst, ist die Minuspole der LEDs auf der Platine zu markieren. SMD-LEDs haben nämlich Plus und Minus und funktionieren nicht, wenn sie später verkehrt herum eingelötet werden. Das Auslöten der originalen SMD-LEDs fängt damit an, dass du den Lötkolben auf mindestens 360 Grad einstellst. Mehr würden wir für diese Arbeit nicht empfehlen. Die Lötspitze ist prinzipiell egal. Du kannst dir das Löten jedoch leichter machen, wenn du die Lötspitze gleich breit wie die Lötstelle selbst wählst. Die Wärme kann dadurch gleichmäßig verteilt werden. Solltest du dich mit dem Lötkolben nicht wohlfühlen, empfehlen wir dir, mit der Übungsplatine zu üben. Das Löten und Auslöten ist jedoch gar nicht mehr so schwer, sobald du ein wenig Zeit mit dem Lötkolben verbracht hast. Sollte es gar nicht gehen, fühle dich frei, uns einfach per Mail zu kontaktieren und wir schauen, wie wir dir helfen können. Als erstes löst du nur eine Seite der LED und klappst diese mit der Pinzette auf. Sei hier geduldig, da diese Lötstellen maschinell hergestellt wurden und einiges an Hitze aushalten. Solltest du es nicht schaffen, die Lötstelle aufzuschmelzen, nimmst du einfach etwas frisches Lötzinn auf den Lötkolben und versuchst es erneut. Prinzipiell gibt es keine Lötstelle, die nicht aufgehen kann. Bei diesem BMW-Tacho haben wir bei fast jeder Lötstelle etwas Lötzinn hinzugeben müssen, um diese aufzubekommen. Ist die erste Seite befreit, kannst du diese wieder mit dem Finger nach unten klappen und das gleiche Prozedere auf der zweiten Seite durchgehen. Anschließend säuberst du die Lötstelle etwas. Entweder machst du das mit der Lötpumpe, Lot erhitzen und auspumpen oder mit einer Kupferlitze. Beim Löten der neuen und in unserem Fall weißen SMD-LEDs stellst du den Lötkolben ebenfalls auf 360 Grad ein. Es ist wichtig, dass du dir die Platine immer so hindrehst, wie es für dich am komfortabelsten ist. Wie auch im vorherigen Kapitel schon erwähnt, solltest du durch die Übungsplatine mittlerweile etwas vertrauter mit dem Lötkolben umgehen können. Als erstes verzinnst du eins der beiden Lötbeds. Dafür erhitzt du kurz deine Lötstelle und führst gleich daraufhin etwas Lötzinn hinzu. Der nächste Schritt besteht darin, die neue SMD-LED mit der Pinzette so zu greifen, dass du sie einfach an die vorhin verzinnte Lötstelle hinschieben kannst, während du den Lötkolben an die LED und die Lötstelle gleichzeitig hinhebst. Du schmilzt also das Lötzinn erneut auf und schiebst die neue LED auf die Lötstelle. Da nun die erste Lötstelle fertig ist, drehst du die Tachoplatine so um, dass du an die zweite Lötstelle auf die gleiche Art und Weise herankommst. Wie auch beim ersten Lötbett erhitzt du kurz die Lötstelle und führst dann das Lötzinn hinzu. Fertig. Kontrolliere nochmal, ob beide Lötstellen auch schön verlötet wurden und kein Spalt zwischen Lötpad und LED entstanden ist. Teste, ob die LED fest genug ist und ziehe etwas mit der Pinzette dran. Diese Prozedur machst du dann bei allen 12 SMD-LEDs der Tachobeleuchtung. Wichtig ist hier, dass du Ruhe bewahrst und dich auf keinen Fall stressen lässt. Auch wenn du einmal schlecht gelötet hast, macht das nichts aus. Wiederhole den Prozess, auslöten, einlöten, einfach nochmal und lass dir genug Zeit dabei. Die Platinen und auch die LEDs halten mehr aus, als du denkst. Dennoch solltest du vorsichtig mit dem Lötkolben umgehen, um nichts an der Platine zu verbrennen. Um eine SMD-LED mit einem Multimeter zu testen, wähle die Diodenfunktion aus. Identifiziere die Anode und die Kathode der LED und verbinde den roten Messfühler mit der Anode und den schwarzen mit der Kathode. Bei einer funktionierenden LED sollte das Multimeter einen Durchgang anzeigen oder einen Piepton erzeugen. Füge die zwei Platinen wieder zusammen, indem du die Tachoplatine in die zweite Platine einklammerst, die weißen Halterungen. Stecke danach die zwei Flachbandkabel wieder in ihre Position und stelle sicher, dass die zwei Platinen wieder ineinander gesteckt sind. Du wirst ein leises Klick hören, wenn die Platinen ineinander gegriffen haben. Achte hier vor allem auf den roten Tempomatstecker,
auf der oberen Seite. Hier kann es leicht passieren, dass beim Zusammenführen der Platinen der rote Stecker nicht richtig eingesteckt wird. Wenn das der Fall ist, kannst du leicht mit der Hand oder mit der Pinzette etwas nachhelfen und den Stecker etwas zusammendrücken. Wenn du soweit alles gemacht hast, darfst du nicht vergessen, das Display und die Tachoscheibe etwas zu reinigen. Später kommst du nämlich nicht mehr dran. Bevor du dein Tacho wieder zusammenbaust, empfehlen wir, die Tachonadeln zu folieren. Wieso folieren und nicht lackieren? Bei Zeigerlack besteht die Gefahr, dass du es nicht schaffst, gleichmäßig zu lackieren. Im Endergebnis leuchten dann manche Stellen heller als andere. Darum kannst du dir transparente Farbfolien in deiner gewünschten Farbe kaufen und diese dann für jeden Zeiger individuell zuschneiden. Oder du besorgst dir vorgeschnittene Zeigerfolien. Sind die Zeiger foliert und wieder eingesteckt, kommt die hintere Plastikabdeckung wieder dran. Daraufhin schraubst du die vordere Blende mit den 4 Torx-Schrauben an und reinigst nochmal das Ganze mit einem Putztuch. Dein Tacho mit geänderter Beleuchtung ist nun bereit zum Einbau in das Auto. Die fertig umgebaute Tachoeinheit führst du einfach wieder von oben in die Mulde ein und steckst die Stecker wieder an. Fertig. Klemme also die Autobatterie wieder an. Funktioniert alles, kannst du die 2 Torx-Schrauben festmachen und eine kleine Testfahrt machen, wobei zu diesem Zeitpunkt nichts mehr fehlen dürfte. Du hast nun erfolgreich die Tachobeleuchtung deines BMW F-Modells geändert. Dieses Do-It-Yourself-Projekt erfordert zwar etwas handwerkliches Geschick, aber mit Geduld und den richtigen Werkzeugen kannst du deine Tachobeleuchtung günstig und mit Leichtigkeit ändern. Das Ändern der Tachobeleuchtung kostet normalerweise zwischen 150 und 250 Euro, je nach Automodell. Es ist also durchaus lukrativ, dieses Projekt selbst in die Hand zu nehmen. Das Löten an sich ist nicht schwer und mit etwas Übung mit der Übungsplatine hast du das auch schon im Handumdrehen heraus. Wir hoffen dir, mit diesem Video geholfen zu haben. Wenn dem so ist, dann würde es uns freuen, wenn du ein Abo dalässt, um keine Projekte mehr zu verpassen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Selbermachen und bis zum nächsten Video. Ciao!